So viele Bücher. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. Du liest also gern, hm? Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Und damit Servus und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir haben uns hier im letzten Part, gelinde gesagt, durchgekämpft. Ziemlich spektakulär sogar. Es waren aber auch viele, viele, viele Gegner. Die haben wir jetzt alle erfolgreich ausgeschaltet und jetzt können wir uns hier ein bisschen breit machen, ein bisschen gucken, was wir so zum Sammeln finden. Es wird aber nicht mehr viel sein. Das meiste ist es dann, was wir aus den Droppings der Gegner finden. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. So. Ach, wunderbar. Da haben wir eine schöne Schlagstockröhre. Karte der verlorenen Gebiete. 50 Teile. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Hat sich gelohnt. Man muss halt auch immer seine Messer gut haushalten. Dann kommt man gut durch und dann kann man das auch machen. Und das Schöne ist, wir haben nicht genug Klinge. Ah. Sonst hätte ich jetzt eins gemacht. Hätten wir nämlich auch gleich das Klebeband mitnehmen können. Aber das wird dann wohl Klebeband bleiben. Und nicht Teil eines neuen Messers. Schade. Ja, wir haben halt Nagelbomben gebaut. Da ist viel an Klingen draufgegangen. Schubidu und Schubida. Was haben die Hunter denn noch da? Wir möchten gern was haben und uns daran laben. Ich würde mich so freuen. Na, der freut sich nicht mehr. Tja, ich glaube, das wäre es hier oben schon. Ich könnte unten jetzt natürlich noch gucken. Was sie gedroppt haben, habe ich ja alles schon eingesammelt. Weitestgehend, denke ich mal. Ein paar Steine hätten wir hier noch. Aber hier unten müsste eigentlich auch noch mal ein bisschen was liegen. Zumindest... Ich sage jetzt mal, zwei Sachen, die wir einsammeln können, sollten hier noch sein. Lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich denke mal. Klingen! Das ist Sache Nummer eins. Steine zähle ich da nicht mit, das ist ja klar. Hier ist nichts mehr. Aber hier sind noch ein paar Räumlichkeiten, die könnten noch was bieten. Also wenn hier hinten nichts ist, dann ist das echt scheiße. Ach komm, ein ganzer Raum mit nichts. Krass. Also, dass man in Last of Us nicht immer überall was findet, ist ja die eine Sache. Aber dass man gar nichts findet in so einem großen Raum, wow. Das ist happig. Und hier wird wahrscheinlich wenigstens hier was, ein kleines noch drin sein. Ja, ein paar Teilchen. Das lohnt sich doch immer. Hier kann man nicht ran. Das ist nochmal ein Treppenhaus. Die wir rein theoretisch auch komplett durchsuchen sollten. Weil da vielleicht auch in den Ecken noch was lungert. Aber hier scheint dem nicht so zu sein. Okay, wir haben unten noch nicht alles durchschaut. Ich mach mal hier den... Kann ich hier nicht runterspringen? Wie lahm. Okay, dann mache ich hier mal den Roadrunner und gehe die Stairs wieder runter. Also das Stairrunner. Schau mal, ob hier im großen Hauptraum noch was zu finden ist. War ich hier schon? Nein. Gucken wir mal. Oh, Ammo. Und Klebeband, was jetzt immer noch voll ist. Aber wir können jetzt wieder ein Messer machen. Und damit haben wir Platz für frisches Klebeband. Und dann hole ich mir das von oben auch gleich noch. Aber erstmal durchsuche ich hier unten noch alles. Nichts auslassen, Freunde. Es ist ein Survival-Game. Überleben ist das Ziel. Und natürlich muss man dabei... Alles, was man an Ressourcen findet, mitnehmen. Und das ist auch nicht schlecht, wenn man sowas findet hier. Das sind halt dann die kleinen Sammelobjekte, die einen noch zusätzlich entlohnen. Gesundheit könnte ich auch mal brauchen, ja. Aber da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf, dass ich in Bälde sowieso entweder Heilung erfahre oder noch ein paar Teile für ein Medikit finde. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht schon wieder eins über den Jordan schicken. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, alles eingesammelt, was wir hier hätten finden können. Wir können draußen im Lager nochmal gucken.
in der befestigten Station. Da könnte noch was sein. Ansonsten dürfen wir hier alles eingesammelt haben und wir können dann weitergehen. Wobei ich mir noch gar nicht so sicher bin, wo denn dieses Weiter ist. Und ich weiß es auch gerade gar nicht, wo war das Klebeband? Das war hier, oder? Ja. Okay. Ein bisschen schneller laufen wäre cool, aber macht er nicht. Was haben wir denn da? Ach so, das ist mein... das ist der Messerraum. Ja. Okay. Gut, gut. Scheint eine Bibliothek gewesen zu sein. Oder ein großer Buchladen. Würde eher auf Bibliothek tippen. Wir wollten nochmal ins Lager gucken, ne? Okay. Schalle. Oh! Hallöchen, danke der Herr. Sehr freundlich. Was haben wir denn jetzt? Ach, ich habe noch die falsche Waffe. 15, wow. Ja, dann, oh, hallo. Damit kann man was anfangen. Das war noch ein Molly. Molly immer gut. Schauen wir mal. Hier lebt ja jetzt keiner mehr von den Herrschaften. Dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was übersehen haben. Im Eifer des Gefechts lässt man dann halt doch gern was aus. Ich würde mich gern mal umsehen, was hinter diesen Vorhängen noch so ist. Natürlich wahrscheinlich nichts zu finden, aber das sind Gebäude. Wäre schon interessant, wenn man noch ein bisschen mehr erkunden könnte. Nicht viel, aber ein bisschen. Was haben wir denn hier? Fertilizer und Alk. Wir haben zu viel Alk, wirklich? Wir haben fast keine Lumpen mehr. Naja, wir haben ja noch genug Mollys. Dann haben wir jetzt den zweiten Medikit erfolgreich erschlossen und dann können wir jetzt weiter. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn weiter? Also in die Richtung geht es nicht weiter. Ich nehme mal an, wir müssen hier durch. Nur die Frage ist, oben oder unten? Ich denke ja eher oben. Ja, unten haben wir alles abgesucht. Ja, wir müssen nach oben. Jetzt muss ich mir erstmal wieder zu einem Treppenhaus begeben. War wahrscheinlich hier links auch eins, aber gut. Es tut jetzt auch nicht weh. Was haben wir denn hier für eine Gasse? Waren wir in der Gasse schon? Nee, aber hier ist auch nichts. Gut. Jetzt haben wir immerhin 7 Minuten damit verbracht, das Haus hier auszuräumen. Ist dann doch ein bisschen größere Aufgabe alles. The Flammable Hill. Don't mess with the hill. You might just get burned. Das klingt ein bisschen wie nach The Hills Have Eyes, aber gut. Jedem das seine, Plagiat. Hier hätten wir ein bisschen Feuer. Kann man aber nicht mitnehmen, leider. Nichts davon. So, wir könnten jetzt hier raus oder da raus. Und ich habe das Gefühl, es ist schlauer, wenn wir hier rausgehen. Warum auch immer. So, lass mal schauen. Ist hier irgendwie was? Müssen wir da hoch? Nein. Hier ist nichts. Okay, da sind ein paar Soldaten aufgeteilt, aber das war's dann auch schon. Schau mal ins Eckchen. Nichts im Eckchen, schade. Da kann man auch nicht hoch? Nein. Ja, die Tür ist verriegelt. Dann schauen wir uns mal die Kollegen an. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Hm. Okay, Ellie will nicht nochmal reden. Another three soldiers dead. Boah, super Englisch. Another three soldiers dead. What's it going to take? Give up. Hm. Das ist schon irgendwie traurig, aber wir haben es ja vorhin schon gehört. Die Soldaten waren auch nicht gerade nett. In den Sperrenzeiten, die ja immer noch bestehen. Immerhin haben sie Essen für sich behalten. Vielleicht auch willkürlich getötet, weiß man nicht. Mal sehen, wo sie hinführt. Das sind so Sachen. Okay. Hier können wir nicht weiter. Also könnten wir rein theoretisch schon, aber rein spielmechanisch nicht. Pass gut auf, wenn du... Ui. So, was haben wir denn hier? Sind das Pillen? Ja, es sind Pillen. Sehr gut. Ich mag immer Pillen haben. So, es ist momentan wieder sehr linear.
Okay, hier scheint uns erstmal nichts zu erwarten. Runter, 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 runter. Oder vielleicht doch. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Tanke. Okay. Hauen wir ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Aber wir haben es noch lange nicht geschafft, Freunde. Und ich finde das mit der Planke irgendwie bescheuert. Klar, Ellie kommt da nicht weiter wegen dem Wasser. Den Sprung nicht. Aber wir könnten uns hier ganz locker hochbewegen. Aber just saying, ne? None of my business. Warte hier! Da vorne ist so eine Planke. Hier geht's rein. Ich schau mal, ob es hier was zu finden gibt. Ist ja nie falsch, ein bisschen zu durchsuchen. Es wird jetzt hier so ein bisschen eine Grabbelfolge. Wir sind jetzt hier hauptsächlich am Einsammeln von Stuff. Auch wenn wir nicht überall was finden oder nicht überall was wirklich Gutes finden, aber wir finden was. Da haben wir noch ein bisschen Alk. Okay, da ist nichts. Hier auch nicht, das ist schwach. Wobei ich mich frage bei diesen Schränken und Schubladen, ob das random ist oder ob das eingespeichert ist, wo was ist. Würde mich mal interessieren. Können wir hoch? Okay, ich finde, das ist auf jeden Fall ziemlich viel Freifläche. Und Freifläche heißt eigentlich immer, dass man da nicht alleine ist. Aber in dem Fall offenbar schon. Okay, gut. Gucken wir, ob wir hier noch was finden. Ah, Mister, das ist mal wieder ärgerlich. Man stellt die immer her und dann findet man doch wieder welche. Aber wir kriegen hier noch ein paar Einzelteile, das entschädigt doch eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal runter. Oh, ich bin aufs Geländer geschlagen, das war jetzt nicht so gut. Na komm, dann heilen wir uns mal lieber. War sowieso nötig. Unter Wasser gleich mal die Wunde noch ein bisschen infizieren. Und dann holen wir die Planke rüber. Dann können wir nämlich von hier innen aus dann rüberlaufen. Wobei man hier rein theoretisch auch hochklettern könnte. Also ihr seht das, das sind Gitter dran. Von diesen Floßdingern. Taugt das was? Oh oh. Okay, der biegt ab. Jetzt nochmal einen kleinen Ausflug hier hinter. Dieser Tunnel ist blockiert. So. Ich habe gedacht, dass man da vielleicht was findet, aber offensichtlich nicht. Gut, dann helfen wir Ellie mal rüber. Dann kann sie uns rüberhelfen. Sind das Fische? Fische! Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ich will jetzt unbedingt von der Seite rauf. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Warum springt sie denn immer? Lass mal das Floß kippen. Ich würde sie ja gerne mal ins Wasser schmeißen, ganz ehrlich. So. Leg das Brett so hin. Ja, ich glaube, das weiß sie. Komme ich hier nicht rauf? Ernsthaft? Muss ich oben rum? Ach komm. Naja, gut. So wird man halt gezwungen, hier zu erkunden. Finde ich jetzt nicht so gut. Weil ich erkunde sowieso alles und, ne? Dieser Zwang ist dann nicht so cool. Da haben wir sogar noch eine infizierte Stelle gesehen. So. Na, dann marschier mal. Wow, das ist aber knapp platziert. Weiter rechts hätte es wahrscheinlich mehr gebracht. Ja, geh. Die Hunter sind weg. Das werden wir sehen. Ganz bestimmt nicht. Also, wir werden es schon sehen, aber sie sind ganz bestimmt nicht weg.
Psst. Alles klar, Ellie. Komm runter. Wow. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor Angstschalte war, meine ich. Keine Antwort. Nein. Nein, das war viel zu teuer. Wow, das war bestimmt schön. Okay, wir müssen darüber. Soweit kann ich das schon mal überblicken, weil da kommen wir nicht durch. Also rein theoretisch schon, aber ne, es ist halt Game Logic. Ja, ich hab's. Mal sehen, was wir finden. Selbst sie sagt, dass wir hochkommen. Na toll. Noch ein bisschen Stuff. Ist hier noch was? Jo, ein bisschen Lappen und Alkohol. Wir haben Alkohol. Hey, dann machen wir uns gleich mal ein neues Medikit. Okay. Komme ich hier nicht rüber? Ernsthaft? Ach komm. Komme ich hier rüber? Hier rüber? Ich komme hier nicht rüber. Also manche Sachen. Naja. Okay, ich habe ja schon gesehen, wo wir lang müssen. Das machen wir jetzt einfach mal ganz locker flockig. Ich weiß bloß nicht. Sollen wir? Ja, doch. Wir sollen die Leiter dahin bringen. Okay. Hätte auch sein können, dass wir hier nochmal ein langes Brett brauchen, aber das wäre ein bisschen zu lang gewesen dann. So, wir dürfen platzieren. Und rauf. So, darüber. Können wir darüber? Eigentlich schon. Tatsächlich, es geht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erkundet habe. Aber vielleicht finden wir hier was Nützliches. Ich sammle ja immer gern. Hey, ein Zettel. To all staff, the combination for the security safe for hotel guests relatives has changed. Ah. Jetzt muss man nur noch den Safe finden. Die Frage ist, wo der ist. Ich hoffe, der ist irgendwo hier oben. Das da könnte auch ein Safe sein. Das glaube ich aber keiner. Wenn wir keinen Safe finden, dann gehen wir nochmal runter. Weil ich lasse keine wertvollen Sachen zurück. Nein, 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 nein. Das geht nicht. Okay. Die ist schon oben. Da können wir nicht rumhebeln. Okay. Ich hoffe, wir können noch zurück, aber in Last of Us gibt es eigentlich keine Backstep-Barriere, also dass man nicht mehr zurückkommt. Hier könnten wir raus. Ich will aber nicht raus, ich will den Safe knacken. Und da der hier nicht ist und es hier bereits wieder rausgeht, ist die Frage, da geht es aber auch wieder rein. Nee, ich schaue nochmal nach. Ich schaue nochmal nach. Hoppa! Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, da das da vorne so ein bisschen die, oha, mich schüttelt ständig, diese Rezeptionsräumlichkeiten sind, dass da der Safe steht, dass wir den nur nicht anwählen konnten, weil wir halt die Kombination noch nicht hatten. Ich guck nochmal. Und das hier ist eigentlich so ein Hauptbüro. Ja, ich habe recht. Okay, was kriegen wir hier? Muni, ein Buch, Teile, wunderbar. Messer hält 2 Treffer länger. Geil, 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 geil. Das ist überragend. Messer hält 3 Treffer lang. Das ist wirklich stark. Und ich glaube, das habe ich damals nicht gefunden. Nee, ich glaube nicht. Weil ich nicht nach rechts gegangen bin. Ich habe mir gedacht, da kommt man nicht hin. Tückisch, tückisch. Aber gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Das wird uns auf jeden Fall noch viel, viel Spaß bereiten. Weil wenn die Messer 3 Treffer lang halten, haben wir jetzt im Endeffekt 9 Messer. Von der Wertigkeit her vorher. Und das ist stark. Mist! Runter, runter! Okay, der Spaß geht weiter. 5 diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch, hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es. Hey, geht aus, Mann!
Ich bin jetzt ein bisschen unkonventionell, aber pff, wenn die da so stehen. Hier drüben! Hier drüben war's. Hm? Weißt du nicht? Schade. So. Er ist weg. Einer kauert da. Oh, verdammt! Oh. Jawohl. Guter Treffer. Nach dem Fehlschuss laufen aber noch ein paar rum. Hier links haben sie kein Fenster. Das heißt, von da aus können sie uns schon mal nicht in den Rücken fallen. Okay. Oh. Okay, lass mal gucken. Die versuchen es immer noch in der Richtung hauptsächlich. Okay. Na, die mit dem Schlaginstrument kommen nicht so nah ran. Weil die sich auch erst wehren können, wenn sie durchs Fenster sind. Okay, schauen wir mal. Hier ist keiner. Ach, jetzt wagt er sich raus. Verdammter! Na? Brauchst du dich? Oh, nee, oder? Hat er mich nicht gesehen? Willst du mich verarschen? Ein Käse. Ah, da kommt einer. Und geht wieder. Waren das alle? Ich glaube nicht, weil sonst würden sie aufstehen, die beiden. Beziehungsweise Ellie würde aufstehen. Mindestens einer kreucht hier noch rum. Die Frage ist nur, wo. Weil ich ihn nämlich nicht erlauschen kann. Okay, Schrotflintentime und rein da. Mann. Steht sie? Sie steht, aber nicht sicher. Ich muss noch lauschen. Ob hier sich noch irgendjemand aufhält. Und ob das so ist und ob wir es hier rausschaffen, in der nächsten Folge von The Last of Us. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Und da heute Sonntag ist, noch eine schöne Woche. Bis denn und Servusle!